worden. Er galt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Künstler Lateinamerikas. Der kolumbianische Maler und Bildhauer Fernando Botero ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Internationale Berühmtheit erlangte Botero mit seinen überproportionalen rundlichen Menschen- und Tierfiguren. Seine Werke sind in Museen und auf öffentlichen Plätzen rund um die Welt ausgestellt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag.